Ja, wie bin ich zur Rechtswissenschaft gekommen? Ich bin in meiner Schulzeit schon sehr gerne gereist und habe vor allem sehr gerne Fremdsprachen gelernt und die auch gut gelernt. Und das wollte ich zu meinem Beruf machen. Ich wollte aber nicht nur Reproduziererin werden sein. Und dann habe ich mir überlegt, naja, eigentlich wäre Diplomatin der richtige Beruf für mich. Und weil es zu der Zeit, als ich zu studieren begonnen habe, für die diplomatische Karriere neben dem abgeschlossenen Studium eine Diplomatenakademie oder die Ausbildung auf der Diplomatenakademie gebraucht hat. Wenn man nicht Jus studiert hatte, habe ich entschieden, ich studiere Jus, so werde ich schneller meinen Traumberuf erlernen können. Im Endeffekt wollte ich dann doch nicht Diplomatin werden, weil es mir zu politisch war und ich nicht politisch bestimmt sein wollte. Und so habe ich dann im Zuge meines Studiums auf Anraten eines Freundes, meines Vaters, überlegt, wo ich mich spezialisieren könnte, um nicht eine von vielen Absolventinnen zu sein, die eine Generalistin ist, ohne eine besondere Vertiefung in einem oder anderen Fach. Und da bin ich während des Studiums an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Graz und meines Studiums in Paris auf Steuerrechtsprofessorinnen getroffen und in Graz auf den Professor Ruppe, die mich total fasziniert haben. Und dann hat mich auch das Fach fasziniert und ich habe beschlossen, ich spezialisiere mich auf Finanzrecht. Und das ist mir zugute gekommen, weil da geht es nur um Geld. Und ich wollte absolut nichts, das mich emotional zu sehr belasten würde. Und ich habe mir vorgestellt, naja, wenn ich über Geld nachdenken muss, da brauche ich nicht besonders viel Mitleid mit den Menschen haben, die mit ihren Steuerthemen zu einem Berater oder einer Beraterin kommen. Ja, und dass ich dann Wissenschaftlerin geworden bin, war eher ein glücklicher Zufall als ein definitiver Plan schon in jungen Jahren. Was ist mein Zugang zur Rechtswissenschaft? Darüber habe ich sehr lange nachgedacht. Recht ist einerseits ein Reflex der Gesellschaft, also Recht. Aus einer Rechtsordnung kann man die gesellschaftliche Ordnung erkennen und andererseits prägt Recht Gesellschaft. Und da gibt es einerseits die Rechtserzeuger, dann gibt es die Rechtsanwender und dann gibt es die Rechtswissenschaftler. Und die Rechtswissenschaftler sind diejenigen, die einerseits die Rechtserzeugung als auch die Rechtsanwendung prägen. Rechtswissenschaft geht eben in meiner Sicht weit über Erzeugung und Anwendung hinaus. Es geht darum, dass wir objektiv oder möglichst ausgewogen und objektiv das Recht evaluieren und dazu beitragen, das Recht weiterzuentwickeln. Und wenn Recht der Reflex der Gesellschaft ist und die Gesellschaft prägt, dann bedeutet das natürlich auch, dass Recht keine Wissenschaft ist, die sozusagen für sich allein steht, sondern es ist aus meiner Sicht eine Wissenschaft, die immer nur, wenn sie spannend bleiben soll, unter Bezugnahme auf andere Disziplinen arbeiten kann. Und so freue ich mich ganz besonders, dass ich in den letzten Jahren an der Universität Graz im Zuge meiner diversen Forschungsprojekte interdisziplinär andocken konnte und dass wir mit den Wirtschaftswissenschaften in enger Kooperation arbeiten, dass wir psychologische Erkenntnisse in unsere Arbeit einfließen lassen. Und ich denke, wir könnten sogar noch einen Schritt weitergehen und uns auch mit den Naturwissenschaften beschäftigen. Ja, also damit ist Rechtswissenschaft eine Wissenschaft, die für sich allein aus meiner Sicht nicht wirklich Wissenschaft ist, aber dann Wissenschaft wird, wenn sie die Gesellschaft, die Philosophie, die Wirtschaftswissenschaften in den Fokus nimmt. Was ist das Besondere an der REWI Graz? Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz zeichnet sich durch ein vielfältiges Spektrum an ganz hervorragenden Professorinnen und Professoren aus, die aus ganz verschiedenen Bereichen mit ganz verschiedenen Zugängen zum Recht und zur Rechtswissenschaft und vollem Engagement arbeiten. Und wir können gut zusammenarbeiten. Wir haben die Möglichkeit, schon aufgrund unserer räumlichen Nähe, uns unkompliziert zu vernetzen. Und wir haben in den letzten Jahren es auch geschafft, dass wir tatsächlich fächerübergreifend zunehmend zusammenarbeiten und auch im Rahmen der Forschungsschwerpunkte interdisziplinär arbeiten. So bin ich sehr stolz darauf, dass wir diesen Forschungsbereich Smart Regulation
auf die Beine stellen konnten und dass wir dort auch sehr gut unterwegs sind und gemeinsam als Rechtswissenschaftler mit Psychologen, Wirtschaftswissenschaftlern, Philosophen, Theologen darüber nachdenken können, wie vernünftige Regulierung in unseren modernen Zeiten, die eben durch Digitalisierung, durch Globalisierung und jetzt auch durch diverse oder eine sehr große Krise geprägt sind, unsere Gesellschaft oder unser gesellschaftliches Fortkommen gut fördern können. Und was ganz besonders toll ist an der Revi Graz ist, dass wir den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern. Und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses liegt mir am Herzen. Einerseits, weil ich davon überzeugt bin, dass der wissenschaftliche Nachwuchs die Zukunft ist und dass wir in den gut investieren müssen. Und andererseits auch deshalb, weil ich selbst sehr viel lerne. Irgendwann kommt man, so zumindest mein Eindruck, in die Situation, wo man aufgrund seines Erfahrungsschatzes und auch seines Alters einfach schon so intensiv vorgeprägt ist, dass man gewisse Entwicklungen in der Gesellschaft nicht mehr unvoreingenommen verstehen kann. Und dieses unvoreingenommene Verständnis kann man aber lernen und üben und kultivieren, wenn man mit jungen Menschen spricht. Und wenn junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu uns an die Fakultät kommen, mit ihren anderen Lebenshintergründen und ihren anderen Erfahrungen, dann ist es eine enorme Bereicherung. Und gerade in dem Bereich, mit dem ich mich in den letzten Jahren besonders beschäftigt habe, nämlich mit der Digitalisierung und letztendlich auch der modernen Verhaltenssteuerung, komplementär zu Befehl und Zwang, da ist es für mich ganz extrem wertvoll gewesen, so viele großartige junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um mich zu haben, mit denen ich diskutieren konnte und die mir ganz oft einen anderen Blick auf die Welt und auch auf das Recht gegeben haben. Und dadurch, dass wir eine Doktoratsschule sozusagen haben oder Doktoratskollegs, in dem wir eben die exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihren Dissertationen fördern und unterstützen, können wir Professorinnen und Professoren erstens uns untereinander gut austauschen und zweitens einfach mit einem hochkarätigen Nachwuchswissenschaftlerteam zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was, denke ich, die rechtswissenschaftliche Fakultät in Österreich einzigartig macht. Und deshalb bin ich stolz, hier lehren zu dürfen.